Tätigt der FC Barcelona einen Panikverkauf? Laut Berichten der Tageszeitung Sport schielt Juventus darauf, Ousmane Dembélé im Sommer 2022 ablösefrei zu verpflichten. Entsprechende Verhandlungen mit dessen Berater sollen bereits laufen. Ein Abgang des Franzosen zum Nulltarif wäre für die finanziell stark angeschlagenen Katalanen allerdings fatal. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der Verein für den Offensivspieler mit diversen Bonuszahlungen seit 2017 rund 145 Millionen Euro an den BVB überwies. Um noch eine Ablösesumme zu generieren, müsste der Club den Offensivstar also womöglich bereits in diesem Sommer ziehen lassen und soll daher bereit sein, ihn schon ab einer Summe von 50 bis 60 Millionen Euro abzugeben. Nach Dayot Upamecano verliert RB Leipzig nun offenbar seinen zweiten wichtigen Abwehrspieler. Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat sich Ibrahima Konaté mit dem FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt. Demnach unterschreibt der Franzose bei den Reds einen Vertrag bis 2026. Liverpool zahlt wohl die festgeschriebene Ausstiegsklausel aus Konatés Vertrag, welche bei rund 35 Millionen Euro liegen soll. Union Berlins Manager Oliver Runert hat Gerüchte über ein zweistelliges Millionenangebot für den Schweizer Abwehrspieler Bečija Omeragić ins Reich der Fabel verwiesen. Wir waren alle überrascht, dass man uns inzwischen zutraut, solche Deals mit einer hohen zweistelligen Millionensumme zu machen, sagte Runert im Vereins-TV. Der entsprechende Bericht eines Boulevardblatts sei völlig absurd.